Das Porsche-Museum organisiert einmal im Jahr die Porsche Soundnacht. Das ist für uns einer der Höhepunkte des Jahres. An diesem Tag erwachen nämlich unsere Fahrzeuge zum Leben. Wir sind stolz darauf, dass im Porsche-Museum fast alle Fahrzeuge fahrbereit sind. Und das wollen wir dann an einem Tag im Jahr den Fans demonstrieren. Ja, wir zeigen bei der Porsche Soundnacht einen breiten Mix der vielen ja, technischen Höhepunkte der Porsche-Geschichte. Das geht dieses Jahr los mit dem 356 B Carrera Dreikantschaber und geht dann über den 956, über den 917, ja, bis zum R-Spider und zum 918, unserem allerneuesten Produkt. Motorensound und Porsche, das gehört einfach zusammen. Der Sound ist das Emotionsvehikel schlechthin. Die Porsche-Motoren erkennt man schon von Weitem am Klang und für viele unserer Fans ist das eben kein Lärm, das ist Musik und wir sehen das genauso und deswegen veranstalten wir diese Porsche Soundnacht. Bei der Porsche Soundnacht zeigen wir nicht nur die Fahrzeuge, sondern wir sind auch ganz stolz darauf, dass wir ihre Fahrer eingeladen haben. Wir haben viele Zeitzeugen und Protagonisten der Porsche-Geschichte hier. Männer wie Herbert Linge, Peter Falk, Norbert Singer bis hin zu aktuellen Rennfahrern, die dann ihre Geschichten, ihre Erlebnisse mit den Fahrzeugen berichten und so dem Ganzen natürlich einen ganz besonderen Rahmen geben. Bei der diesjährigen Porsche Soundnacht sind wir ganz besonders stolz drauf, dass wir mit Hans-Joachim Stuck einen unserer erfolgreichsten Werksrennfahrer verpflichten konnten. Stuck ist in der zweiten Hälfte der 80er Jahre auf Porsche gestartet, in der legendären Gruppe C-Ära. Damals ist er 956, 962 gefahren und wir werden seinen 962 heute Abend wieder zum Leben erwecken. An so einer Nacht kann jeder teilnehmen, der schnell genug ist. Wir hatten dieses Jahr 911 Tickets im Vorverkauf, die schon nach wenigen Tagen ausverkauft waren. Offenbar gibt es viele Leute, die lieber ja, Motoren hören, als ins Musikkonzert zu gehen. Und somit muss man sich eben beeilen.